Willkommen zurück, liebe Butterbären, zum FIFA 15 Karrieremodus mit dem Career Revolution Mod. Das erste Spiel steht an und zwar 1860 München, also wir gegen FSV Frankfurt. Und ja, wir haben ja im letzten Part den ersten Jugendspieler schon mal eingekauft, quasi den Stegmeier, seht ihr hier im rechten zentralen Mittelfeld. Der kann hoffentlich was. Und deswegen hauen wir den jetzt auch erstmal sofort ins Spiel rein und schauen mal, was der so leisten kann. Bin ich mal gespannt. Das erste Spiel müssen wir natürlich auch gewinnen, oder wollen wir zumindest gewinnen. In der Allianz Arena. Das ist noch so ein positives Ding an 1860 München. Man spielt in der Allianz Arena. Schön großes Stadion, nicht so ein kleines Kaff. Und ja, immer volles Haus natürlich. Immer volles Haus. Und ich habe es ja schon angedeutet, das Gameplay ist auch ein bisschen anders. Die Animation natürlich nicht, aber das Verhalten bei Zusammenprellen ist irgendwie schon... Ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben als mit anders. Auf jeden Fall liegt der Ball auch freier. Ist halt... bisschen schwieriger und der kommt durch. Nein, das war ein Foul. Klares Foul. Nach 5 Minuten hätten wir schon Elfmeter bekommen müssen. Ach, schade. Da habe ich aber auch zu lange gezögert mit dem Abschluss. Ich habe auch das Gefühl, dass die CPU teilweise klüger spielt. Also ich spiele ja noch auf Weltklasse. Ich weiß gar nicht, wie es auf Legende ist. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen und das war ein böses Foul, von hinten reingeruppt. Und das gibt die gelbe Karte. Für wen konnte ich jetzt gar nicht sehen? Für Dennis Epstein. Hat er sich verdient. So, über die Außen. Oh, 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 der war schlecht. Der war schlecht. Na, wollen wir mal ein bisschen pressen hier. Oh, wunderbar. Oh, der kommt an, Rama. Rama, zieh ab! Und der Nachschuss, Eckball. Nicht Eckball, der sah doch nur abgefälscht aus. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. War da Stegmeier? Er ist noch jung. Aber der hätte wieder drin sein müssen. Klasse gehalten. Wir hatten schon ein paar gute Chancen hier am Anfang jetzt. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Und Annan spielt sich da in der Defensive auch wirklich gut, muss man sagen. Hat eine gewisse Präsenz. Schönes Tackling. Oh Gott. Aber die Gegner sind natürlich auch dran, mir schnell den Ball wegzunehmen. Erstmal Vorteil. Ah, jetzt kommen sie doch einmal durch, ja? Ne. So, gehen wir mal über die Außen. Über die Außen mit Adlung. In der Mitte, wo ist der Stürmer? Kommst du hin? Nee, schafft er nicht. Vielleicht muss ich auch nochmal in der Aufstellung ein bisschen rumwurschteln. Ist das was wird? Ah, die stellen gut zu. Wo war das? Ach, der kam nicht, genau. Ich glaube, da bin ich gerade aus dem Abseits rausgelaufen mit Simon. Oder Simon, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ich glaube Simon, ne? Bestimmt. Adlung. Oh, da wollte ich tricksen. So, normalerweise sind sie ja immer über die Außen gegangen und haben dann reingeflankt. Zumindest in der Biopro-Karriere. Und auch hier ist es nicht anders, aber wir stehen gut. Oh Gott, geht er weg. Nein! Die erste Chance. Und sofort ist der Ball drin. Frankfurt führt, ja, das war... da haben wir irgendwie zu viel liegen lassen, wa? Das geht besser. Oh, wie viel Platz der da hatte. Also kann das natürlich nichts werden. Und vielleicht muss man dann doch nochmal nach Verteidigern Ausschau halten. Wurde uns ja vorgeschlagen, aber wir machen hier erstmal einen Fernschuss. Dedic hält. Und gibt nur einen Wurf für uns, schade. So, Leute, wo seid ihr? Anspielstation. Oh, was?
Jawohl, da ist der Gegenschlag. Einfach aus dem Nichts. Da ist er drin. Adlung, der Kapitän macht das hier. Das war ein bisschen Glück. Eigentlich wollte ich den nach links werfen beim Einwurf. Ja. Ne, ein bisschen Glück muss man auch mal haben. So, wieder unentschieden. 1-1 nach 30 Minuten. Was hat Frankfurt hier noch zu bieten? Stehen sehr defensiv, das geht besser. Die rechte Seite ist noch ein bisschen unterfordert irgendwie, scheint mir. Also, da ist nicht so viel los. Ah, Ballannahme zu weit nach vorne. Frankfurt ist jetzt auch noch nicht der härteste Gegner. Ne? Also da müssen wir uns schon gefasst machen. Auf Leipzig zum Beispiel, die natürlich auch gerade offensiv stark sind. Bei Frankfurt habe ich jetzt gar nicht so die Spielerstärken im Gedächtnis. Aber ja, sollten sich auch eher so im 60er-Bereich befinden. Ne? 70er werden sie da wohl kaum haben. Ja. Hm. Lieber nochmal einen Schritt zurück, als einfach in den Gegner laufen. Rodri, Stegmeier. Steh auf! Steht er nicht auf. Und der Abschluss von Simon. Jetzt gibt's die erste Ecke. Na, kommen wir da an. Nicht. Oh. Shit, drunter gesprungen. Nein, 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 nein. Oh, war das schlimm. Jawohl, haben wir doch. Puh, da konnten wir den Konter noch mal verhindern. Und gleich hier den Gegenschlag ansetzen haben wir. Da ist der Torhüter dran. Klant ist im Tor. Nicht Dänisch, natürlich. So, ich würde gerne mal den Stegmeier mehr in der Offensive drin haben. Aber so rechten Mittelfelder, er hat einen ganz guten Antritt. Aber er kann natürlich auch zentral spielen. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Und schauen dann mal, was noch bei rumkommt. Vielleicht entwickelt sich das ja noch zu einem Spiel, wo wir mal ein bisschen auswechseln müssen. So, da ist er doch, der Stegmeier. Außenrum, Abschluss und abgefälscht. Da kriegt er noch ein Bein dazwischen, der Betrohr. So geht das nicht. So, jetzt mal eine Ecke mit Kopfballtor. Hm. Oh, Kagelmacher. Was ein Schuss, abgefälscht. War das vom Torwart abgefälscht? Gibt es da noch eine Wiederholung zu? Schade. Könnte ich jetzt selber reingucken, aber ist mir zu umständlich. Kopfball. Nicht gut erwischt. Immer noch 1-1. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ist ja noch Saisonbeginn, ne? Oh, 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 oh. Hoffentlich hat er sich da nicht verletzt. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Verletzung hier ist. Jetzt mit dem Mod, mit dem Patch. Ob sie da auch noch was umgestellt haben? Auf jeden Fall, man merkt es deutlich. Man merkt es deutlich. Ich würde euch empfehlen, den auch mal zu zocken. Bringt echt ein bisschen was Neues rein. Vor allen Dingen die Sache mit dem Transfermodus, ne? Also dass hier die Transfers ein bisschen bearbeitet wurden. Nein, nicht zu weit abkommen lassen, verdammt. Anan, Rodri und Adlung wird da was? Das war so ein klares Foul. Weiß nicht, haben die was mit dem Schiedsrichter gemacht? Rodri! Abschuss ungehalten. Ja, der war nicht doll geschossen. Also ich finde, hier kommen ganz neue Spielsituationen zustande. Dadurch, dass vielleicht wurde auch die Ballphysik ein bisschen geändert. Das gab es ja schon in anderen FIFA-Teilen, dass Mods das gemacht haben und knapp drüber. Jetzt ist hier aber wirklich Chance an Chance für uns. Wir müssen wohl mal nutzen. Kevin Schindler. Ne, gar nicht Kevin. Oder? Weiß gar nicht. Vornamen weiß ich gerade nicht. Nicht vorhanden. Rama.
Dann starten sie alle durch, aber ich wollte nicht einfach nur einen hohen Pass spielen. Durchkombinieren hier oder mal flanken. Oh, abgefälscht. Oh, so viel Freiraum und ich konnte den nicht auswählen. Verdammt. Was war das denn für ein Fehler vom Torwart? Uiuiui. So, kommt Frankfurt jetzt nochmal? Das sieht schon wieder aus, als wenn sie jetzt einen Angriff starten. Aber der Abschluss, das können sie besser. Zumindest vorhin. So. Schön nach da, Stegmeier. Man merkt, dass es ein Jugendspieler ist, dass er noch nicht so gut ist. Er lässt den Ball weit abprallen. Er ist noch nicht auf Top-Niveau, aber das geht bestimmt noch. Man entwickelt sich ja weiter. Bin mal gespannt, wie schnell der sich entwickelt, wenn ich wirklich mit dem spiele. Beim Simulieren hat es gedauert. Da haben sich die Spieler aber auch gut entwickelt. Da hatte ich einen 62er dann nach drei Saisons auf 70. Und der hat aber nie Tore geschossen, auch wenn es ein Stürmer war. Als ich das hier für die Aufnahme getestet habe alles. Hat nie Tore gemacht, war ein Stürmer, hat sich trotzdem gut entwickelt. Und natürlich nur Misserfolge gehabt. Wenn ich jetzt selber spiele, sind die Erfolge natürlich vorprogrammiert. Zumindest zum gewissen Teil. Und dann kann es natürlich mal mit der Entwicklung ganz anders laufen. Und die sind hier richtig hart dabei gerade. Die Frankfurter sind jetzt doch sehr körperbetont. Das macht es mir schwierig reinzufinden. Und das ist ein Foul. Ja, sah aber komisch aus. So, von dem Freistoß. Ja, Vorsicht doch. Da kann doch nichts draus entstehen. Na? Wieder Vorteil für den Gegner. Oh, kommst du ran? Nein! Frankfurt jetzt nicht hier. Jetzt nicht, jawohl. Der ist weg. Noch knapp 10 Minuten Spielzeit. Das sieht nicht so gut aus. Muss ein bisschen mehr kommen noch. Aber Frankfurt steht jetzt auch richtig defensiv. Aber es ist richtig defensiv. Ich komme auf jeden Fall sehr schwer durch, ne? Vielleicht jetzt, Rama. Nein! Verdammt, zu hoher Fettanteil. Kopfball! Nachschuss! Schlechte Position! Konter verhindern! Das ist unser. Das ist unser. So, Rodri. Simon. Er setzt da aber auch zu. Hat der nicht schon gelb? Jetzt gibt es auf jeden Fall die gelbe Karte. Vollkommen zu Recht für Bitroff. So, 90. Minute. So, komm. Stegmeier. Ah, das war ein Foul, ich wusste es. Verdammt. Ja, das wird's dann wohl gewesen sein. Das ist bitter. Haben wir keine Chance mehr nutzen können. Oder jetzt noch eine. Ja, wenn den Ball schnell verliert, ne. Jetzt können die wahrscheinlich noch einmal kurz angreifen und das war's dann. Jetzt habe ich echt mit Gretchen versucht, noch irgendwie an den Ball zu kommen. Und Frankfurt ist jetzt in der guten Position. Oh, noch klären können. So, 1-1. Fürs erste Spiel. Okay, spielerisch ganz okay. Ich hätte mehr Tore machen können, ne? Das ist ganz klar. Die Chancen waren da, habe ich mir teilweise gut herausgespielt. Aber der Abschluss war halt nie wirklich gut genug. Vielleicht muss man da auch nochmal nach dem Stürmer Ausschau halten. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Abgegrast, Dominik Stegmeier ist dabei. Valori auch. Gibt es sonst noch Updates? Ich glaube nicht, dass er hier noch was Neues gefunden hat. So, die werden weiterhin beobachtet. Es kann auch sein, dass die sich jetzt noch deutlich verbessern, wenn man die einfach nochmal eine Woche oder einen Monat länger beobachtet. Guck mal, jetzt der Monat ist schon fast vorbei. Am 31.
Rodri bittet um Freigabe. Nee, so wie das hier aber nicht. Deutschland ist abgegrast, sagt er. Der Baumgarten. Wenn er meint, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ich wollte nochmal lesen, ob sich hier was verbessert hat. Na, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber vielleicht an diesem jungen Mann. Ich glaube, ein paar Erkenntnisse haben wir schon mehr. Aber so wirklich viel gibt es da auch nicht. 66 bis 62. Eigentlich müsste man es mal... Komm, den verpflichten wir jetzt einfach mal. Wird schon passen. Und das nächste Spiel ist dann das Spiel gegen Greuther Fürth. Mit einer topfitten Mannschaft. Sind auch alle ganz gut bei der Bewertung, ne? Überall Fall hoch. Also links zumindest. War, glaube ich, ein sehr linksseitiges Spiel, oder? Irgendwie sind da alle gut bewertet. Außer Ortega. Na gut. Also, hoffen wir mal, dass es im nächsten Spiel mit einem Sieg für uns ausgeht. Die Punkte können wir bitte gebrauchen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und vergesst nicht zu kommentieren, wie ich hier am besten vorgehen sollte, was eure Tipps sind. Falls ihr diesen Mod schon mal gespielt habt, könnt ihr mir gerne Tipps geben, welche Spieler sich hier gut entwickeln, welche sich anders entwickeln, weil ich glaube, da haben sie auch noch dran gedreht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also wenn ihr es wisst, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ansonsten schreibt auch in die Kommentare. Nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao.